Ja. Und alles so weit gut und selbst. Ja, bei mir auch alles, Subi. Ach, es ist halt so ein entspannter Tag oder so ein entspannter Start ins Wochenende. Weißt du, wie es sein muss? Genau so, wie es sein muss. Was will man mehr? Das ist halt so, ne? Das ist halt einfach so, schön. Ist einfach schön. So, U-förmiges Förderband. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild, Freunde. Wir wollen hier die Entfernung ungefähr bei 2 haben. Das heißt, wir gehen ungefähr hier so raus. Und jetzt merkt man, dass hier schon sehr viel voll ist, ne? Das heißt, ich komme hier nicht anständig weg. Ich muss hier aber durch. Jetzt komme ich hier raus. Das heißt, ich kann hier raus. Dann komme ich aber zu weit drauf. Moment, noch ein bisschen. So vielleicht? Nee. Hier könnte ich raufgehen. Ja, meinetwegen, dann machen wir das halt so. So. Wie krass aufwendig du das gestaltet hast. Ja, manch einer wird sagen, das ist der Wahnsinn. So. Eigene Wahnsinn. Das ist vielleicht manchmal auch so, ja. So, wir brauchen noch Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wo ist die Kohle? Da läuft die Kohle durch. Da müssen wir, Alter, da müssen wir jetzt auch noch rein. Oder auch nicht. Warte kurz. Hier. Wenn ich jetzt hier rauskomme. Komisch, dass ich hier keine Kohleleitung durchgefördert habe. Normalerweise baue ich halt überall so Ausgleichsdinger raus. Damit ich halt irgendwann auch überall anschließen kann. Kann man Wälder wieder ausforsten? Aufforsten? Nee. Factorio halt, man kennt's. Ja, Bernie, das ist tatsächlich so. Das ist so ein Factorio-Dingens, ne? Ja, aber am saubersten wäre es eigentlich, wenn ich es hier wegnehmen würde. Mhm. Ja, am saubersten sähe das so aus, ne? Gar nicht so einfach. Die Kohle geht hier ja nur in die Verdampfungsgeschichte rein, ne? Wie kommt das, dass du noch Bäume hast? Asanaka, ich habe glücklicherweise relativ bald das Sägewerk gefunden. Und deswegen rode ich auch tatsächlich nichts mehr. Ein Zwerg geht halt gerne in den Wald. Ja, was will ich machen? Der Wald steht da halt. Und ich komme auch nicht mehr so einfach dahin. Ich überlege gerade, ob ich die ganze Kohleleitung daraus frimmel, aber das. Nee. Nee, weißt du, das machen wir anders. So, und dann müssen wir jetzt quasi hier raus. Ja, damit kann ich leben. Gehen hier an der Leitung mit raus. Vielleicht noch plus X, weil wir die Felder sind ein bisschen weiter. Da orientiere ich mich jetzt lieber mal an der Linie. Weil dann haben wir nämlich jetzt den unfassbar geilen Vorteil, dass wir jetzt auch Kohle haben. Das heißt, auch das muss nicht mehr über LKWs transportiert werden. Sondern das können wir jetzt hier schön einfach uns liefern lassen. Setzt natürlich auch voraus, dass die Kohletransportation hier ein bisschen verstärkt wird. Wo
Wo ist die Kohletransportgeschichte? Das geht jetzt bis hier. Wo kommt die? Wo hört ihr auf? Da kommt die. Aber da kommt die auch schon mit mehr Schmackes rein. Aus den Dingern hier. Okay, passt. Direkt vom Band quasi. Kann es sein, dass du deine Rohre im Abbaugebiet aufbaust? Ja, ja. Hier meinst du? Ja. So. Chat, Bier und Ebler. Was? Mensch. Okay, wir brauchen mehr Leute, ne? Wir haben ja jetzt die neuen Wohnhäuser. Jetzt lass uns mal die nächste Wohnstätte bauen. Das braucht richtig viel Zeug. Döner, oh, ein Döner. Hätte auch mal wieder was, ne? Wäre ich schon auch so ein bisschen dabei, ne? Also, das muss ich ja ehrlich zugeben. So, die Förderung ist gelegt. Wieso kommt hier nichts raus? Ach, weil da nirgendwo was angeschlossen ist, ne? Ja, okay, verstehe. Schüttgut. Wir haben ja hier jetzt quasi links immer das Erz stehen. Das müssen wir hier, machen wir ja auch, damit das immer gleich ist. Weil der braucht ja für die Verarbeitung von Stahl Eisen erstmal. Das ist ja quasi so bei dem auch, ja. Da wirst du erst, wir machen erst Eisen und danach geht das weiter in der Verarbeitung. Was machen wir mit Schrott? Und das machen wir natürlich auch mit Eisenerz. So, das heißt, die linke Seite gibt Eisenerz rein. Und die rechte Seite gibt Kohle rein. So, das ist der Plan im Augenblick. Die zwei Sachen wollen wir haben. Eisenerz und Kohle. Jetzt liefern die natürlich wie die Weltmeister schon an, aber das soll erstmal nicht unser Problem sein. Wir gehen rein und sagen, wir wollen jetzt haben hier einen Schüttgutausgleicher. Ungefähr hier so hin. Wie ich das mit den Ausgleichern machen will, weiß ich noch nicht. Zwerggaming, wunderschönen guten Abend, hi. So, pass auf, dann machen wir das mal so. Gehen wir da rein, jo. Dann gehen wir hier raus und sagen dem, jo, du kannst jetzt erstmal da rein. Und dann gehen wir mit dem hier auch raus. Ausgleicher schauen halt einen Ticken geiler aus, ne. Schaut einfach ein bisschen geplanter alles aus, als so wie wir das jetzt bisher immer mit den einfachen Teilern gemacht haben. So, dann haben wir das. Dann haben wir schon das. So, und dann gehen wir mit dem zweiten Ausgleicher für Schüttgut. Müssen wir ungefähr... Können wir auch gleich hier so ran. Dann gehen wir hier mit dem anderen Förderband auch weiter. Weil wir ja hier rein müssen dann. Gehen hier rauf. Und gehen mit dem jetzt einfach hier drüber. Weil es uns egal ist. Und gehen hier rein. Bisschen wild am Ende, aber das geht okay. Das ist okay für mich. So. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Ich glaube, hier kommt keiner mehr hin. Na doch, vielleicht von der Seite. Es müsste gehen. So, hier mal auch wieder Schlacke. So. So, jetzt wird hier weiter produziert. Stahl. Geht hier durch, wird in die Stahlgeschichte eingeschleust und hier kommt am Ende des Produktes. Macht er eh gleich von allein, oder? Ja, Stahl. Und die Tanke haben wir jetzt auch nach hier oben verschoben. Die kriegt jetzt allerdings 1, 2, 3, 4 große Fahrzeuge rein. Und diese Tanke lösen wir gleich mal auf. Das heißt, wir machen das hier auf leeren und löschen diese Tanke quasi weg. So. Dann wird das Ding jetzt relativ flotty geleert. Die neue Tankstelle steht hier oben auch nicht mehr im Weg. Die ist gleich mitgekommen. So. Sag mal, wie oft musstest du neu anfangen, weil du verkackt hast? Tatsächlich, wir spielen immer noch den ersten... Also, das ist der erste Run. Das ist der allererste Run, seit wir, wo wir im Stream angefangen haben. Okay, Moment, ich muss mal kurz mal. Ich habe meine Kappe gerade verloren von meiner Flasche. Moment, au, au. Okay,
bin wieder bereit. Kurze, ich bitte die kurze Unterbrechung zu entschuldigen. Lastwagen kann sein Ziel nicht erreichen. Ja, ich hab da Befürchtungen gerade. Kann sein, dass wir dann den ganzen Spaß nochmal umbauen müssen. Yes. Entweder kann er es gerade nicht oder er will gerade nicht. Wir werden das gleich mal sehen. So, die Tanke hier kriegt Diesel und kriegt eine Füllmenge vorgegeben. 180 reicht mir erstmal. So, da ist jetzt Sprit drin, das passt. Die Tanke hinten ist so gut wie leer, kann weg. Gut. Er hier schon wieder nicht, oder was? Ist ein Versehen? Ja, wahrscheinlich. Ja, die kommen da nicht hin. Okay, alles klar. Alles klar, Freunde. Dann haben wir eine andere Baustelle gerade. Okay. Der kann bleiben. Ich habe eine Idee. Ich weiß noch nicht wie genau, aber ich habe eine Idee. So, wir machen das mal neu. In dem Spiel dürfst du halt keine Angst haben, irgendwas abzureißen. Das Spiel lebt davon, dass ständig alles im Wandel ist. Und dann muss er halt einfach auch sagen, okay, dann muss halt die Strecke X nochmal neu gebaut werden. Dann ist es halt so. Was soll's, ja? Wenn da halt gerade kein Laster hinkommt, weil da halt kein Laster hinkommt. Ja, meine Güte, dann baust du halt die ganze Geschichte einfach mal komplett neu auf. Dann findet sich schon irgendwie ein Weg für Schüttgut, dass es dann halt besser durchläuft. Die Frage ist nur, kommen wir da anständig rein, ne? Das ist ein bisschen knapp an der Geschichte. Wie haben wir das denn auf der anderen Seite gelöst? Mal ganz blöd gefragt. Ah, da haben wir die Kohle nicht an Bänder gelegt. Ah, alles klar, verstehe. Eine Idee hier. Muss nochmal alles kurz weg. Also die, was wir machen können, ist natürlich das hier. Das kann man schon mal anschließen, weil das tut nicht weh. Dann kann die Kohle da schon mal rein. Wie wir dann da rausgehen, ja, müssen wir mal gucken. So, hier machen wir Folgendes. Wir machen nochmal alles weg, bitte. Damit ich das ein bisschen sauberer planen kann. So, da müssten die jetzt eigentlich noch durchkommen, oder? Ah, alles klar. Topsnase, genau das ist der Plan.
Wir kommen ja mit beiden Ärzten hier an der Seite schon an. Das heißt, wir fangen jetzt hier an, einfach quasi mit zwei Riesenschüttgutlagern zu arbeiten und die dann am Schluss reinzuziehen in die einzelnen Produktionsstätte. Dann kommen die in der Mitte nämlich viel leichter durch, weil dann gehen ja nur noch die Bänder hin. Das heißt, wir fangen an und machen Folgendes. Eisenerz, Kohle, bam. Wird eine Zeit dauern, aber wird die funktionieren. Es wird funktionieren. Wir machen es genau andersrum. Hier kommt Eisenerz rein. Und hier kommt Kohle rein. Geht von den Leitungen her besser. So. Und dann das da. Okay. Bist du so lieb und würdest den Forschungsbaum zeigen? Würde gerne wissen, wie weit du bist. Nur kein Problem hier. Also, warte mal kurz. Oh, ich muss hier unten noch den Maisanbau einreihen. Den haben wir ja jetzt endlich freigeschaltet. So, warte mal. Wir sind jetzt ungefähr hier hinten gerade. Rohrleitung 3 und so weiter. Das Gewächshaus wollte ich auch nochmal hinzufügen. Haushaltswaren und den ganzen Sums, den müssen wir dann auch bei Zeiten mal machen. Und neue Siedlungsdekorationen. Und dann geht es schon auf Forschungslabor 4 zu. Also das ist ja jetzt schon die nächste Baustelle dann wieder. Gibt es einen Game Seed, der bekannt ist, wo die Map vereinfacht ist? Was meinst du? So, jetzt gucken wir mal schnell hier. Das ist, glaube ich, immer die gleiche Map am Ende des Tages. So. Da kann man echt Tage verbringen. Du, wir streamen das ja auch schon jetzt eine ganze Weile. Also, wer den Ausrufezeichen Plan braucht, der kriegt ihn natürlich auch. Und dann seht ihr, wie viele Folgen auf YouTube momentan noch anstehen und auch, wo die ganzen VODs von den vorangegangenen Streams sind. Ey, Pfleger, dankeschön für deinen Follow. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Beim Erstellen kannst du ein Seed angeben. Ich habe gar nichts angegeben. Also ich vermute, habe ich ein Standard-Seed genommen. Das kann man vielleicht in der ersten VOD dazu nochmal angucken, was ich da genommen habe. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. So, hier wird jetzt noch ein bisschen Zeug reingebracht. Also, wir brauchen Eisen und wir brauchen Kupfer. Das heißt, wir gehen jetzt trotz alledem her und machen uns, weil ich das einfach geil finde, wie das aussieht, machen uns hier Zubringerstrecken her. Einmal hier und einmal hier. Dann gehen wir hier mit einem Stufe 2 Förderband rein und hier auch. Und dann gehen wir mit einem Stufe 1 Förderband quasi einmal hier rein. Anschluss genommen, dann nehmen wir hier den linken. Das gefällt mir auf der Seite tatsächlich gar nicht. Wird nichts viel bringen, aber es ist okay für den Moment. So, und dann gehen wir hier mit einem weiteren U-förmigen Förderband raus.
manchmal sind solche Konstruktionen echt wild, aber es schaut, am Ende geht es dann doch irgendwie. Ja, ist okay. Ist okay. Stimmt, natürlich. Ihr habt recht. Warte, stopp. Abbruch, Abbruch. Abbruch. Ich vergesse das immer. Abbruch. Natürlich, Zwang Gaming kann recht. Wir können ja Rampen bauen. Meine Güte, ey. Meine Güte. Ja, das, ich vergesse das wirklich jedes Mal, dass wir ja diese Rampen haben. Ich muss die auch jedes Mal neu suchen. Und dass wir mit Rampen uns viel, viel einfacher tun. Wenn es nur darum geht, da reinzukommen. Wobei hier eigentlich eine kleine Rampe auch gut wäre, ne? Reicht ja auch. Reicht ja auch. So eine kleine Rampe ist doch schnuckelig. Ist doch in Ordnung. So. Da müssen zwei durch. Das heißt, es reicht mit der Rampe tatsächlich aus. So, das heißt, wir haben hier einmal Kohle. Kann ich hier auch eine Rampe bauen? Nee, das wäre Quark, oder? Einfach, wenn es geht. Es geht. Jetzt mache ich Rampenception, du. Nee, das geht nicht. Unsinn, Unsinn, Abbruch. So, mit ihm hier gehen wir da durch. Viel schöner. Viel schöner. Das ist okay. Machst du jetzt einen auf Rampensau? Natürlich. Natürlich. So, mal ganz kurz, meine Lieben. Ja, ich muss mal ganz kurz eine kleine technische Unterbrechung einlegen. Warte mal kurz. Und dann geht es nämlich dann auch wieder gleich weiter. Zwerg als Bauleiter, Tag 1. Das kommt so und so. Tag 90. Ach nee, der wohnt doch ganz anders. Ja, nichts ist beständiger als die Änderung. Ihr wisst, wie es ist, ne? So. Ja. Und Dexter, danke vielmals für dein Follow. Herzlich willkommen hier voll und ganz mit Haut und Haar im Stream. Hi. Hallo. So. Und jetzt kann diese ganze Plundergeschichte hier weg. Weil wir haben jetzt hier ein Ausgangslager. Und dieses Ausgangslager muss natürlich auch noch bedient werden. Oh. Le Malheur. Ja. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe wunderbar zu Abend gegessen. Also ist wirklich gut, aber ich habe gerade Hunger. Ich habe gerade echt Hunger. Das sind diese, ich hasse diese warmen Tage, da ist irgendwie alles seltsam. So. Kommando, Abriss! Das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis das läuft, ne? Also hier muss Sauerstoff rein. Den haben wir doch hier auch, ne? Gut, unsere LKW sind auch ausgelastet, muss man dazu sagen.
So. Schön. Ach, da kommen die guten alten Factorio-Vibes wieder durch, ne? Also diese ganz entspannte, wir bauen eine Mega-Factory. Ach. Einfach schön. Alter Schwede, wir haben über 6000 Diesel gerade rumliegen. Das ist gut. So, die Produktion läuft und läuft auch richtig gut an. Stahl ist drinnen. Stückgutlagerverbesserung. Danke, passt. Das passt. Sehr gut. Ey, und... Oh, wen haben wir da? Inqui? Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen auch bei uns im Stream. Hi. Wieso nicht gleich eine Gigafactory? Der Markenname ist bestimmt geschützt. Was will ich denn da machen? Ja. So. Damit war diese Geschichte auch beendet. Es muss jetzt leer gepumpt werden, alles, klar. Im Übrigen muss ich nochmal schnell schauen, ob die Schlacke hier auch wirklich... Haben wir die ausgeschaltet? Ja, haben wir. Da sind auch nur Reste drin, das ist okay. So, hier haben wir Sprit drin. Inki, moin, hi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also wirklich nicht. So, okay, jetzt schauen wir mal. Das ist auf... Alles gut, ne? Hier an der Stelle. Sag mal, warum kommt das so zaghaft? Oh, no. Okay. So. Wir brauchen Bagger. Freunde, wir müssen unser... Wir müssen, Alarm! Wir müssen hier radikal aussortieren. Wir brauchen Bagger und vor allem müssen wir die Altbagger loswerden. Sonst kriegen wir nämlich irgendwann unser... Wir haben ein Fahrzeuglimit nämlich schon bald erreicht. Das bedeutet, ich werde jetzt hergehen und werde mal alte Bagger hier, auch wenn das jetzt gerade die Situation nicht verbessert, aber wir werden Altbagger hier mal verschrotten. Den einen zumindest. Es sollten noch mehr sein. Hier oben sind noch zwei. Und wenn die sofort ersetzen. So, die neuen Fahrzeuge sind schon da. Die Produktion hier von den Dingern läuft quasi auch von Haus aus schon. Das ist gut. Weil sonst kann ich das nicht bauen. Ne? Ich muss die verschrotten vorher, die anderen Dinger. Damit die gleich weg sind. Und da müssen wir uns jetzt mal ganz, ganz, ganz gewaltig, müssen wir uns jetzt mal hier die LKWs holen. Die müssen aus dem System raus, diese ganzen kleinen LKWs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 Stück sind raus. Das wird natürlich die Situation jetzt gerade nicht verbessern. 2, 4, 6, 8, 9. Okay. So. Dann hauen wir die alle jetzt durch, damit unsere Anzahl sinkt. So, 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 so. Ja, jetzt haben wir 10 Fahrzeuge nämlich schon wieder automatisch quasi frei und es sind noch deutlich mehr nach. Das passt dann nämlich. Ups and the downs, my heart will never stray.